Ja, es fängt ja schon richtig geil an hier. Wer die Instagram-Story verfolgt, der weiß, dass ich hier gerade festsitze bei feinstem Gewitter direkt über uns. Ich habe ein bisschen Angst, das Handy rauszuhalten. Nicht, dass mich das schlachtet. Verdient hätte ich es ja, aber gut. Gott sei Dank habe ich noch genug Proviant für die nächsten 2-3 Stunden dabei. Alter Lachs, sag mal, hier kommt der. Das Eis kommt hier durchs Fenster rein. Scheiß die Wand an. Das blitzt aber ordentlich hier. Leck mich am Bein. Ja, wäre doch eigentlich mal ein guter Anlass, irgendwie ein Video darüber zu drehen, wie man sich bei Blitz und Donner im Wald verhält. Jetzt im Moment, so von der Heftigkeit her, würde ich sagen, renn was das Zeug, ey. Scheiße nochmal. Der Acker kommt hier gleich über die Straße geplätschert. Ja, ist dann so, ne? Ich muss ja wirklich sagen, dann ist ja auch so meine liebste Jahreszeit. Ne? Es ist grün wie die Sau. Und ja, so mit dem Wetter ist es natürlich auch spannend und macht Spaß und so. Also, ich finde das geil. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf die Tour jetzt hier. Auf unsere Unternehmung. Ich war gerade im Begriff, mein Lager aufzubauen und da stellte ich fest, dass immer mehr Rehwild auf die Fläche austrat. Kurz entschlossen habe ich meine Klamotten in die Ecke geworfen und bin dann zu einem Ansitz rausgefahren, rausgepirscht, in der Hoffnung, vielleicht noch eins abstauben zu können. Jetzt habe ich aber auch Hunger. Gott sei Dank habe ich ja noch Rehwild aus dem letzten Jahr. Und das werden wir jetzt zubereiten und verputzen. Wer auf Instagram folgt, der hat die Story ja live gesehen. Und ja, schauen wir mal. Pfanne drauf, heiß werden lassen, Öl rein. Lass mal so einen schmecken. Meiner Figur was Gutes tun und so ein more healthy Lifestyle ist mir ja an der Stelle wichtig, dem möchte ich damit Rechnung tragen und ja, deswegen ohne Kohlenhydrate. Ganz fantastisch. Und ich kann den Aufschrei quasi hören. Boah, wie kannst du das Essen aus der Pfanne mit dem ganzen Öl? Weißt du, und dann nachher hier bei McDonald's irgendwie an Drive-In fahren, ne? Das sind mir die Liebsten. Now we're talking. That's a ticket. Wollen wir mal. Es nützt ja nichts, Freunde. Keep hunting. Ich finde, so kann man jagen, oder? Schauen wir mal. Also die Fläche hier rechts neben dem Sitz, das ist schwarzer Acker. Da wird wahrscheinlich nichts gehen. Die Fläche vor mir, da ist ein, ich kann das jetzt so nicht erkennen, irgendein Getreide. Gerste wird es nicht sein, dafür steht es zu dicht. Keine Ahnung, irgendein Getreide wird da stehen. Und in der Hoffnung, dass dann da Rehwild aber doch durch die Fahrspur geht,
oder zumindest irgendwie am Rand vom Wald anfängt zu äsen, wollen wir es hier heute mal probieren. Ein Bock betritt die Fläche. Scheint jünger zu sein. Ich kann zwar schon mit dem bloßen Auge erkennen, dass der Bock zu weit weg steht, aber sicherheitshalber, und das hat mir die Erfahrung gezeigt, bereite ich mich in solchen Fällen trotzdem auf eine sichere Schussabgabe vor, denn wer weiß, was gleich so passiert. Mit dem Absehen in meinem Zielfernrohr versuche ich die Entfernung zu schätzen und die liegt so bei ca. 230 bis 250 Meter, also definitiv zu weit, zumindest für mich, für eine sichere Schussabgabe. Kurz darauf zieht der Bock wieder in den Saumbereich des Waldes ein und ich versuche ihn noch ein Stück weit mit dem Fernglas zu verfolgen. Da bemerke ich im rechten Augenwinkel, wie ein Schmalreh auf die Fläche tritt. Das ist für mich lange Zeit nicht sichtbar gewesen, da das Getreide zu hoch aufgelaufen war. Hier im Waldrandbereich, wo der Wald selbst das Getreide ein wenig beschattet, ist das Getreide noch nicht so hoch aufgelaufen und so wird das Schmalreh für mich sichtbar. Ja. Oh. Moin. Ein bisschen Schwierigkeiten hier heute Morgen mit der Kamera. Um Gottes Willen. Nee, ging gut. Nacht war tipptopp. Der Ofen war aus. Keine Probleme mit dem Schlafsack, sowieso nicht hier drin. Das ist alles tipptopp warm. Dann wollen wir mal. Was wollen wir denn überhaupt? Der Kaffeekocher steht. Wollen wir diesen Bums mal anschmeißen? Neu im Sortiment, Sturmstreichhölzer. Hab mir mein Yachtherr geschenkt, weil ich das letzte Mal hier im Busch war. Bitterlich geweint habe, weil ich mein Feuer nicht angekriegt habe. Musste er mir was vorbei bringen. Dankeschön dafür. Ich will die aber einmal aus... Einmal ausprobieren, wie das hier überhaupt geht. Also wasserdicht verpackt, finde ich schon mal geil. So, und dann sehen die jetzt so aus. Und hier oben ist die Reibefläche. Ui. Ey. Geil. Oh, schnell, schnell, schnell. Das geht richtig ab. Sozusagen die kalte Luft hier in dem Rohr steht und dadurch hat man noch nicht diesen Kamineffekt. Wenn ich das jetzt von hier vorne schließe und die erste warme Luft hinten durch das Rohr hochgegangen ist, dann hört er auch hier vorne auf zu qualmen und dann hast du diesen Kamineffekt. So, ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Die Pfanne ist drauf, Kaffeewasser kocht, aber das steht da noch nicht so gut. Wovon reden wir hier überhaupt, ne? So. Ihr habt es jetzt so ein bisschen mitbekommen, ich bin ja jetzt schon seit einiger Zeit des Öfteren los gewesen auf Rebel zum Jagen und irgendwie will es nicht so ans Klappen kommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie 7 Böcke vor, aber die waren alle nicht zu schießen, weil zu gut. Die sind halt relativ jung, also das kann man nicht sagen, durch die Bank weg nicht. Da waren 2 Böcke bei, die schön waren, die abschussreif waren, die habe ich aber nicht bekommen, weil die zu weit weg standen. Ein Bock war dabei, davon hatte ich schon mal ein Video gemacht, schaut da gerne rein. Der war es einfach noch nicht, den hat dann vermutlich der Nachbar geschossen. Und die anderen Böcke, die ich alle gesehen habe, die waren entweder Gabler, zu jung, oder hatten schon so ja, die Ausprägung hin zum Sechser, wo ich gedacht habe, die werden halt nicht geschossen, weil das werden halt gute Böcke werden, wenn, dann schießt irgendwie so Spießer oder Knopfböcke. Ne? Also Spießer haben halt wie gesagt nur die 2. Grüß dich Martin. Und Knopfböcke, die sind so, ja, die haben nur noch so kleine Stubben hier oben drin. Das ist halt
Ich meine, ich bin froh, dass ich überhaupt was gesehen habe. Ich kenne Zeiten, wo du dann rausgehst und dann siehst du gar nichts. Da siehst du nicht mal den Standardhasen und da wirst du dann, fängst du echt an zu zweifeln. Bisher war das alles nur bewaffneter Waldspaziergang und kein Beutemachen, aber schauen wir mal, wie es wird. So, das Ei sieht auch schon richtig gut aus. Ah, so kann man noch arbeiten, wie ich das gleich hinkriege. Ich habe halt nur ein Messer dabei, ne? Den Rest habe ich vergessen, aber muss halt auch so gehen. Ja klar, man könnte sich jetzt auch einen Löffel schnitzen, aber was soll der Kiki? Ich meine, also Quatsch. Wieder so richtig Red Dead Redemption Style. Ich liebe das hier, echt ohne Witz. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Du könntest mir ein 8 Sterne 1000, ich weiß es nicht, gibt es 8 Sterne überhaupt? Ich bin ein Idiot, ich kenne mich damit nicht aus. Du könntest mir auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Urlaub im Ausland, im Hotel schenken. Ich würde sehr wahrscheinlich nicht hinfahren, wenn ich das hier machen könnte. Ich sehe das jetzt so von meinen Kollegen bei Facebook oder so, oder von meinen Freunden bei Facebook, die posten dann Bilder aus Mallorca und also die Sachen und die Menschen und so. Nee, das ist nichts für Papas Sohn hier. Aber ich meine, ist doch super. So kann man sich aus dem Weg gehen. Ich gehe denen nicht auf den Sack. Die gehen mir hier nicht auf den Sack. Alles tipptopp. Also, ist doch traumhaft. Ist doch schön, dass wir alle so verschieden sind. Aber wir haben so ein herrliches Wetter. Es ist zwar so ein bisschen bewölkt. Ist sowieso in meinen Augen im Moment die absolut geilste Jahreszeit, die wir haben. Alles ist grün. Alles hat so richtig Tinte auf dem Füller. Alles will so, ne? Ich meine, also Tinte auf dem Füller ist das Stichwort. Die Böcke fangen schon langsam an zu treiben. Zumindest die Jungen. Fangen schon die Ricken an zu treiben und ja, die Hasen sind sich auch schon da quer über den Acker am Jagen und am Boxen. Ich weiß nicht, was die da machen, müsste ich mich mal einlesen, ob das jetzt noch Revierkämpfe sind. Wenn ihr euch da auskennt, schreibt mir das doch mal in die Videokommentare. Sind das jetzt Revierkämpfe, was die Hasen machen? Oder ist das schon sozusagen deren Balz? Weil ich habe mal gelesen, die überspringen sich ja und markieren beim Springen, so könnte man das, glaube ich, ausdrücken. Und das habe ich irgendwie gesehen. Die waren sich da auch richtig am Schieben, die haben sich über den Acker geschoben. Die auf zwei Hinterläufe und dann haben die sich geschoben, wie so Boxer im Ring in der 12. Runde. Gut, Freunde, wollen wir uns hier einmal kurz umschauen, damit wir dieselbe Sprache sprechen? Das hier ist doch richtig geil, oder? Das ist so ein Kerzenspiegel. Total top, ist doch richtig stark. Vor allem wird es hier richtig romantisch drin, ich sag's euch. Also, die Honeymoon Suite. Dann haben wir hier im Hintergrund das Feldbett. Im vorderen Teil, ihr seht es, das Fell von dem Schafsbock, von meinem ersten Lehrbetrieb. Hier hinter Wildschweinfell habe ich jetzt zurückbekommen vom Gerben. Selbst geschossen, glaube ich. Zumindest selbst abgeschwartet. War das das, was ich selbst geschossen habe? Oder hat das der Kollege? Ist auch wurscht, ist völlig unerheblich. Ne? Dann haben wir hier in diesem Bereich Holz. Das ist schon vorbereitet gewesen. Das möchte ich an der Stelle zugeben. Und hier neben dem Eingangsbereich die Küche. Unter dem Herd steht der MSR, so ein Kochpott. Dann die Pfanne, die kennt ihr ja, Kaffeepott und rechts daneben ist meine Badewanne zum Duschen und so. Alle diese, ja wie soll ich sagen, diese Größen, diese Durchmesser, die passen genau hier drauf. Damit die Hitze da ein bisschen besser wirken kann. Und hier meine absolute Lieblingskiste aus Holz, irgendwie so eine alte Munitionskiste, keine Ahnung. Hier so ein bisschen Essenskram, so ein paar Bohnen, ein bisschen Mehl für Pfannkuchen. Öl darf natürlich nicht fehlen und selbstgemachtes Schmalz. Das haben wir damals aus einem bunten Bentheimer ausgekocht. Also wir hatten auf dem Hof ein Schwein gekauft und das haben wir dann selbst zerlegt. Oder zerlegen, mit selbst zerlegt, so könnte man das sagen. Und rechtsseitig hier, ja, so was für die Waffe zum Saubermachen. Kann man Wildbrett mit einpacken. Powerbank, Kerzen, Taschenlampe. Und das iPad, was ziemlich geil ist, das habe ich im Müll gefunden. Tacitus, die Germania. Habe ich mich im Studium einmal mit beschäftigt. Nochmal in Auszügen im Museum in Kagrise, also Varusschlachtmuseum. Und es gibt nur dort die eine Varusschlacht und ich dulde da keine Diskussion mehr. Durchgelesen und ziemlich geil. Also kostet, was kostet hier? 9 Euro? Also ich meine, sowas findest du im Papiermüll von Nachbarn. Also nicht, dass ich den Müll durchstöbern würde. 4 Euro. Kann man sich echt mal geben. Ist total witzig durchzulesen, was die römischen Geschichtsschreiber über uns Germanen so gedacht haben. Oder uns Germanen, ne? Aber
Das ist ziemlich witzig. Kein Tatsachenbericht, ist klar, ne? Es ist nicht so gewesen, sondern es ist so, wie die gedacht haben, wie es gewesen sein könnte, weil sie es ja auch Jahre später geschrieben haben. Also es ist ja nicht, dass das irgendeiner sofort nach der Varusschlacht oder sowas geschrieben hat. Es ist ja nichts schöner, als eigene Stereotypen bestätigt zu finden. Und das ist einfach total geil dafür. Ich verlese. Ich habe gerade schon wieder eine Idee für ein Special. So, pass auf. Also wir haben hier auf der rechten Seite, also von euch, also auf der linken Seite ist das Original in Latein und auf der rechten Seite ist es dann für die, die das nur aus dem Asterix-Heft kennen, so wie mich. Hier gibt's aber auch so eine ziemlich coole Stelle, da reden die übers... Spiele, genau, doch hier. Doch nicht um Gewinn oder Entgelt. Der einzige Lohn des noch so verwegenen Spiels ist das Vergnügen der Zuschauer. Und jetzt das Allergeilste, meine absolute Lieblingsszene. Ihr müsst wissen, mein Vater hatte mal eine Zeit lang eine Kneipe in Nersen. Und da wurde halt immer geschockt, heißt das, glaube ich. Also so gewürfelt, Würfelspiele gemacht. Und jetzt steht hier, Tacitus schreibt in der Germania über die Kneipe von meinem Vater. Ihre Leidenschaft im Gewinnen oder Verlieren ist so hemmungslos, dass sie, wenn sie alles verspielt haben, mit dem äußersten und dem letzten Wurf um die Freiheit und ihr eigenes Leben kämpfen. Ich habe ja mal in Osnabrück auf einem Demeterbetrieb gearbeitet. Und der war auf dem Berg, an dessen Fuße die Varusschlacht stattgefunden hat. Das heißt, in der Zeit habe ich eine ganz, ganz besondere und enge Beziehung zu diesem Ereignis, Defilé, Gefecht, wie auch immer. Also nennt es, wie ihr es wollt. Ich will mich da jetzt historisch auch nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe da ja auch keine Ahnung von. Ich habe da ja nur ein paar Semester gemacht und dann habe ich hingeschmissen und so. Aber ich fand das saugeil. Einfach die Vorstellung, allein die Vorstellung, dass du durch die Wälder gehst, wo vor 2000 Jahren die sich richtig auf die Mütze gehauen haben. Und das so unfassbar entscheidend war. Ich meine, also es muss entscheidend gewesen sein, sonst würde ja Netflix keinen Film davon machen oder eine Serie. Barbaren, also ne, die Serie Barbaren spielt oder behandelt ja die Varusschlacht. Und das hat genau da stattgefunden, wo mein össeliger Hof war, wo ich gearbeitet habe, wo ich gerne gearbeitet habe. Und einfach geil. Also ich habe das richtig, richtig hart gefeiert. Ich wäre am liebsten jeden Tag ins Museum gegangen. Was die neulich hatten, was leider jetzt weg ist, waren so... wie nennt sich das? Dioramen. Da hat einer wirklich mit Zinnfiguren so eine römische Legion dann nachgebaut und so, ne? Also, was ist eine Zeltgemeinschaft? Was ist eine Kohorte, ein Manipel oder wie das alles heißt? Ich, wie gesagt, bin da jetzt auch nicht so firm. Also, auch die verschiedenen Größen, ne? Und wenn man sich mal in Erinnerung ruft, die Älteren werden sich erinnern, immer schön Zeitzeugen zu haben, dass drei römische Legionen haben da auf den Sack gekriegt im Wald. Da sind schon echt die Fetzen geflogen. Also da ging es schon richtig zur Sache. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Was ziemlich gruseliger Funfact war, was man im Museum auch sieht, was gar nicht so geil zur Geltung kommt, finde ich, aber dass man eine Glocke gefunden hat von einem Trosstier, glaube ich. Und da hat man Gras drin gefunden. So, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, ja klar, die liegt da ja auch 2000 Jahre, klar findet man da Gras drin. Es ist wohl aber so gewesen, dass die das Gras genommen haben, in die Glocke gesteckt haben, damit die keine Geräusche mehr macht, damit die sich mucksmäuschenstill da durch den Wald schleichen können. Wenn man sowas dann hört, also ich meine, so Gedanken hätte man ja auch, dann wird das alles total greifbar und dann ist das nicht mehr Geschichte und ein Legionär, der dann auf den Sack gekriegt hat, sondern wird es auf einmal irgendwie begreifbar und ein Lebewesen so, ne? Also... Ja, ich weiß, bei Geschichte drehe ich immer ein bisschen durch.